Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Sonja im Duo gegen Duo auf der neuen Map unterwegs und wir waren Snipern. Die Runde davor, die ist im Stream entstanden und die Runde davor war schon unfassbar. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde gar keine Worte dafür. Und zwar die Leute, beziehungsweise meine tolle Community, hat ganz viele Abos rausgehauen und Bits gecheert und so weiter. Es war unfassbar. Und in dieser Runde ging es weiter. Da könnt ihr sehen, was für eine tolle Community ich habe. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an alle. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Es ist unfassbar so eine... Guck mal, wie lange ich jetzt schon YouTube zum Beispiel mache und ich habe auch lange, lange gestreamt und hatte immer nur so 2, 3 Zuschauer und dachte mir, naja, mal gucken, wo es hinführt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf YouTube, das wird mir alles zu viel, denn wenn keiner die Videos guckt, warum soll ich das überhaupt machen? Und habe dann auch aufgehört zu streamen und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt 3 Videos die Woche, vielleicht läuft es dann, und dann lief es immer noch nicht. Und dann kam ja der Siegesmund. Und wir haben einfach nur gegen ihn gespielt und ich durfte ja seine Aufnahmen nehmen. Und dann lief das so ein bisschen mit YouTube. Und dann kamen so nach und nach auch immer mehr Leute zu Twitch. Und dass es mal irgendwann so läuft, wie es jetzt läuft, das ist unfassbar. Also dass sich so eine sensationell geile Community gebildet hat, das ist einfach der Wahnsinn. Das ist unfassbar. Ich könnte heulen. Ich muss aufpassen. Ihr seid großartig. Dankeschön, Tante Julia. Ja, ich bin kurz davor. Ich habe ja schon mal geheult. Ich muss echt aufpassen. Seit dem Spiel mit Siegesmund bist du auch ein treuer Zuschauer. Das freut mich sehr. Das ist immer, das ist dann auch super, super toll, wenn man sieht, dass die Leute von YouTube hier rüberkommen. Das, oh, das ist sensationell. Gutes zieht Gutes an. Ja. So, anderes Thema. Hast du jetzt gegrunzt? Nee, ich, ja. Jeden Tag ein Video zu Feierabend, das stimmt. Es ist manchmal echt ein bisschen stressig mit den Videos, gerade jetzt, wo ich so lange streame. Ich bin dann nach dem Stream halt auch fix und fertig tatsächlich, auch wenn es nur Zocken ist, in Anführungszeichen. Aber das ist doch anstrengend, gerade dann auch mit Streamen. Was rede ich hier eigentlich? Und dann denke ich mir, oh, jetzt noch ein Video schneiden. Aber letztendlich freue ich mich dann immer, wenn die ganzen Kommentare unter den Videos sind und so. Das ist dann wie Weihnachten für mich. Das ist grandios. Deswegen auch jeden Tag ein Video. Wie gut du von dem Ganzen leben kannst. Momentan tatsächlich nicht so gut, weil die Einnahmen halt bei YouTube ziemlich runtergegangen sind. Das war von 700 Euro ist jetzt auf 300 Euro runtergegangen, weil jeder halt Premium hat. Und Twitch, und dann muss ich halt noch Steuern drauf bezahlen. Und Twitch zieht natürlich auch eine Menge ab. Also bevor das Geld bei mir ist, zieht Twitch schon mal 30% ab. Und dann zieht Twitch, nee, dann zieht Twitch nichts mehr ab und dann muss ich noch Steuern drauf zahlen. Also gut leben ist was anderes, aber es ist schon ein Traum, das hier so machen zu können. Deswegen ist es... Ich bin super glücklich mit dem Geld, was da ist und das Geld, was kommt. Von daher, alles super. Bin auch von Siegesmund zu dir gekommen. Sehr schön, das freut mich. Danke, Dirty Heavy. Geld ist nicht alles, das stimmt. Und wenn man sich so einen Traum erfüllen kann, wenn man so eine geile Community aufbaut und dann auch Leute hat, die immer zu einem kommen und gucken und so, das, es gibt nichts Tolleres. Natürlich muss ich auch sagen,
das Ganze wäre nicht so, wie es ist jetzt im Moment, ohne Sonja, Marc, Tina, Dusty, Daniel. Das ist halt auch nochmal was ganz Besonderes. Ich suche mir halt die tollsten Leute immer aus, mit denen ich spiele. Oh, danke schön. Gerne. Da. Ja, danke. Bitte. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich war voll in Gedanken jetzt. Ich weiß, vor uns ist auf jeden Fall ein Team. Die haben hier schon vorhin geschossen. Ja. Deshalb laufe ich auch gerade langsam, bis du irgendwann mal in der Runde angekommen bist. Ich bin da. Meine Moderatoren natürlich auch nicht zu vergessen, die das alles kostenlos machen. Die liebe Leni, die tolle Alex. Der Andi leider nicht mehr, weil der hat keine Zeit mehr. Aber der Marc, den habe ich ja eben Horizon. Schon erwähnt. Horizon, natürlich, Horizon, meine Fresse. Sorry, sorry. Ich bin Leni, okay, ich hab's falsch ausgedrückt, Leni. Boss ist hier. Dankeschön, Franny, das freut mich. Hallo, Zerschmetterling. Aber ist rot? Wissen wir nicht. Doch, ja, da sind welche. Ich hab doch gesagt, ein Team ist vor Ort. Okay, dann gehen wir mal hinten zum Baum, oder? Raketenmoppelt, vielen, vielen Dank für die Bits. Vielen Dank. Du hast ja auch die ganzen VIPs vergessen. Ich hab sie alle vergessen. Es ist einfach eine grandiose Community. Es ist wirklich sensationell. Die schießen auf den Boss. Mündungsfeuer ist... Ja, sehe ich da oben. Ja. Hinten kannst du halt sehr gut reinsnipern, ne? Aber nicht bei Nacht. Anna Scrappy. Hm. Wollte jetzt gerade den Vogel pingen. Der hat uns zugeguckt, hast du gesehen? Ich hab euch gesehen. Machen sie den jetzt nicht mehr? Weiß es nicht, der juckelt da rum. Doch. Schießen von außen rein. Nee, im Compound war das. Er ist tot. Ich sehe leider keinen. Da war einer. Ist nach links gehuscht. Oh, ich glaube, einer kommt nach hinten. Sobald einer hinten steht. Heißt hinten. Schuss. Na, hier. Ja, sehe ich nicht. Ich habe einen anderen. Ja, ich rotiere schon mal weg. Da war keiner. Ja, aber die wissen jetzt trotzdem, dass wir hier sind. Jetzt steht da einer. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Einen habe ich. Nice. Das war jetzt nicht das Schlechteste, hier hinten mal zu schießen. Du hast einen? Ich hab's nicht gehört, aber danke. Ich habe einen Todesschrei gehört, glaube ich. Ja, ich hör's ja gar nicht. Rechts kommt was. Oh nein, ich habe High Velocity vergessen. Aber auch keine drin. Ja. Auf dich? Ja, rechts. Ja. Den Ummündungsfeuer. Nein, der ist gehoben worden, scheiße. Egal. Nein! Digga, vielen, vielen Dank für 10 Geschenke, aber du bist auch so ein Verrückter. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Fummelbuddy, und danke nochmal für 100 Bits. Und
7710 Power, Dankeschön für 500 Bits. Hummelbunny, es reicht, Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Puh. Bubi, jetzt musst du auf der Straße schlafen. Das tut mir leid. Ich bin schuld. Dankeschön für nochmal 10 Geschenke. Aber du bist wahnsinnig. Ja, da muss man für einen Monat bei dir aufnehmen. Ja, kannst du gerne einziehen. Kannst du machen. Da, am Baum. Da, wo wir waren? Ja, ja. Hat Hit? Ja. Ich muss runter. Ich muss meinen Schädel einziehen. Sehen jetzt nicht. Hab ihn. Schön. Seien Sie mal ruhig hier. Ein Tier 1 White Shirt war das. Ich glaube, der ist rumgemoved. Ich hab Schlange. Nee, hab ich nicht. Das war der andere Hand. Vor mir am Baum! Scheißendreck. Fummelbody, danke schön. Vielen, 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 vielen Dank. Oh? Schade. Du hast ihn! Sensationell! Das war der, der mich erschossen hat. Ja. Tante Julia, danke schön! Danke, danke, danke. Ich loote den mal. Hast du im Gebäude einen erschossen? Ich hatte einen erschossen, ja. Dann war das ein Duo und das im Haus auch. Oh Mann, Bubi, dankeschön. Läuft trotzdem vorsichtig, ne? Ja. Ich habe eine kleine Pumpe. Er steht hier. Das habe ich mir gedacht. Ich hab getradet. Denk dran, da ist noch einer wahrscheinlich. Leider auch keine Schlange. Und was laufen hören? Hast du? Ich nicht. Nee. Nein, das war eine Frage. Ich habe nichts laufen. Ich nehme die. Nee, ich nehme nicht die Pumpe. Der anderen Seite. Hier hinten, hier hinten. Bin ich der Meinung. Komm zu dir. Ja, ja, ja. Hab ihn, hab ihn. Schön, schön, schön. Oh. Da noch ein ganzes Duo auf Süden. Nicht dein Ernst. So. Wow.
Jetzt haben wir den Salat. Ich habe noch 100 HP. Der hat mir den Balken weggeschossen. Nicht mehr in Range gerade. Hör. Ja, lass uns die mitziehen. Hast vielleicht eine Ausdauerspritze gelootet? Warte. Nee, Gift, Anti-Gift. Ich auch, ich hab mir die jetzt gegeben. Jetzt. Ne, ich hab. Es. Dann lauf du vor. Ich schau nochmal. Nein, nicht in Range. Wo waren die? Im Süden? Im Süden. Richtung vor. Hm. Also Richtung Ausgang. Wir müssen nach Pearl, ne? Also du musst schon weiter rechts laufen. Ja, ja. Danke für den Hunter, sehr gerne. Mhm. Oh, den muss ich auch gleich spielen. Dann müssen wir nach der Runde abholen. Neu starten. Ne. Ich guck nochmal. Kommt nix. Also, Penny Shot hat sich schon bewährt. Weil, die kleine Caldwell ist halt Müll, wenn du mit der normalen Oh mein Gott. Ich hab grad geschaut, hast du gesehen? Wenn du mit der normalen Muni spielst, aber mit Penny Shot ist sie halt echt stark. Nix gesehen? Vielleicht liegt hier unten drin, Mann. Was? Nee, leicht tust. Nehme ich nicht. Angst, dass die mir von hinten an den Rücken schießen. Aber wo war. Also, wo kamen die denn jetzt noch her? Im Sniper. Meinst du? Aber wir sind auch Sniper. Ich glaube, die haben eine andere Definition von Sniper wie du. Ich bin ein Nahkampfsniper. Jetzt habe ich die Meldung bekommen mit Job abholen. Ich habe gerade abgeholt. Das war eine sehr weirde Runde irgendwie. Guck mal, das eine Team, Team 3 ist raus. Mit den anderen Teams hatten wir was zu tun und Team 1 war dann das Team, was von Süden noch gekommen ist. Ja, ich habe eine andere Definition als so mancher für eine Sniper-Runde. Ich sniper zwar super gerne mal, damals snipern ging ja überhaupt nicht, das war ja furchtbar, das war wirklich, oh mein Gott. Die liebe Anne hat immer gesagt, nein, bitte lass die Sniper weg, es war wirklich fürchterlich. Und jetzt mittlerweile ist das echt gut geworden, es macht mir richtig, richtig viel Spaß. Also die Marksman spiele ich super, super gerne. Alles, was weiter ist oder was näher ranzoomt, wie die Mosin oder sowas, mag ich gar nicht. Finde ich ganz, ganz furchtbar, aber spiele ich natürlich auch mal. Für mich, ich brauche immer irgendwas für Nahkampf. Ich merke, sobald ich einen tot habe, juckt es mir in den Fingern und ich muss da ranpushen. Das ist immer so und das ist ganz furchtbar und viele, die mit mir snipern wollen, die hassen mich dafür, aber ich kann nicht anders. Und jetzt habe ich halt festgestellt, dass die kleine Rival mit Penny Shots sensationell ist. Also spielt die. Wenn ihr in Nahkampf geht, es gibt nichts Besseres, wirklich nicht. Ich habe alles schon ausprobiert, ich habe Fächern ausprobiert und so weiter, aber was Besseres als die kleine Rival mit Penny Shot gibt es meiner Meinung nach nicht. Der einzige Nachteil ist, dass du halt nicht durch Wände kommst. Aber mein Gott, Nahkampf suchst du ja eh nicht durch die Wände. Das ist ja nur, wenn du irgendwo drin hockst und das tust du ja nicht mit einer Sniper. Ja, unfassbarer Sofort. Oh Gott, ich bin komplett wieder durch. Ich habe sehr, sehr lange gestreamt und dann war ich mit Hund und dann habe ich was zu essen gemacht und jetzt sitze ich hier und bin total K.O. nach dem Essen und schneide noch das Video. Unfassbarer Support an dem Tag, das war unfassbar. Ich glaube, da kamen 160 Abos oder so rein und ich hatte einen Zuschauerrekord von 420 oder 430 sogar Leuten.
Unfassbar. Klar, ist es den Drops auch geschuldet. Viele gucken mich natürlich nur wegen den Drops, dass sie Drops abfarmen. Aber die treuen Zuschauer, die waren halt alle da. Und ich hoffe, dass das wird mehr jetzt noch die Tage. Das war ja unfassbar, wenn die Drops vorbei sind. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin euch auf jeden Fall unendlich dankbar. Ihr seid großartig und seid die geilste Community, die man sich vorstellen kann. Auch nochmal ein dickes Dank an meine Mitspieler, an den lieben Marc, an die liebe Hanna, die ich da vergessen hatte. Es tut mir wahnsinnig leid, liebe Hanna. Vielen, vielen, vielen Dank. Die Sonja, die Tina, der Daniel, der Dusty und alle, die ich vergessen habe. Der Ghost, der Enz nicht zu vergessen, auch sensationeller Typ, müsst ihr mal besuchen. Unten ist er verlinkt, der hat einen YouTube-Kanal. Unfassbar, ja, meine Mods natürlich, die Leni, der Horizon, die Alex und wer ist noch Mod? Ah ja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe irgendwen vergessen. Leni, Horizon, Alex und der Marc, natürlich der Marc. Wie konnte ich denn den Marc vergessen? Aber der Marc, der ist ja eh überall dabei. Der weiß Bescheid. Der fühlt sich sowieso gedrückt von mir. So, und jetzt genug geschwätzt. Ich bin komplett durch. Ihr merkt das. Ich krieg nichts mehr auf die Ketten. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns heute ab 14 Uhr wieder auf Twitch. Würde mich sehr, sehr freuen, euch zahlreich zu sehen. Heute ist der letzte Tag der Jobs. Heißt, nur noch bis 16 Uhr kann man Kisten farmen und auch den neuen Hunter holen. Wenn ihr Bock dazu habt, guckt mir doch zu, würde mich sehr, sehr freuen auf Twitch. Ansonsten denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Die haben mir den nämlich extra für euch zur Verfügung gestellt, könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch Game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid ihr an einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt, eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß, nur natürliche Inhaltsstoffe. Schmeckt mega. Probiert's mal. Unten ist der Link und zwei Rabattcodes. Unser Discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch oder morgen 9:30 Uhr, wisst ihr Bescheid, auf YouTube. Haut rein. Tschüss.